herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Es gibt ja verschiedene Arten von Sims-Spielern. Was die meisten aber gemeinsam haben, ist, dass sie am liebsten Leute ermorden. Bei mir war das aber immer anders. Meine liebste Beschäftigung war nämlich bei den Sims immer heimliche Affären führen und Familien zerstören. Ich fand es immer am lustigsten, so Don Lothario-Charaktere zu spielen, egal ob männlich oder weiblich. Warum auch immer. Aber die romantischen Interaktionen bei The Sims 4 sind, wenn wir es nett ausdrücken, einfach sehr begrenzt. Aber es gibt zum Glück ganz viele tolle romantische Mods da draußen und die werde ich euch heute vorstellen. Es kann natürlich sein, dass ihr den einen oder anderen Mod schon kennt, die sind nämlich alle nicht unbedingt neu, aber das sind einfach die, die ich im Spiel habe. Die Links zu den Mods und auch die Zeitstempel, wann welcher Mod vorgestellt wird, die findet ihr alle in der Infobox. So, und wir sind natürlich wieder mal zurück bei unserer lieben Kim. Die Kim haben wir ja erstellt in meiner Random Genetics Challenge. Hello there. Und die Kim hat ja beim Kindergeld-Video hat sie eine Tochter bekommen, und zwar ist das die liebe Gina. Und die liebe Gina ist mittlerweile ein Kind und hat ihren besten Freund, den Leo, eingeladen. Die beiden haben sich schon im Kindergarten kennengelernt und verbringen wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit miteinander. Und eines Tages hat die liebe Gina plötzlich ein Kribbeln im Bauch gespürt. Und wir wissen alle, was das heißt. Die liebe Gina ist in den guten Jack verliebt. Und den ersten Mod, den ich euch jetzt vorstelle, ist natürlich der First Love, First Crush Mod. Und der Mod macht eigentlich absolut nicht viel, aber ich finde es einfach mega süß, dass es jetzt auch den Kindern möglich ist, einfach romantische Gefühle zu entwickeln. Damit das Ganze jetzt aber funktioniert, muss der Beziehungsbalken ungefähr auf 75% sein. So, schauen wir mal schnell. Das cheate ich jetzt schnell, weil sonst dauert das einfach ewig. Wir machen sie jetzt zu wahren Freunden. Und somit ist der Beziehungsbalken ganz voll und dann öffnet sich die Interaktion erste Liebe. Und hier bekommen wir dann die Interaktion gestehen, verknallt zu sein. So, und die Gina, die gesteht dem Leo jetzt, dass er verknallt ist. Und ich glaube, die reagieren eigentlich immer positiv. Ich glaube nicht, dass sie eine Abfuhr bekommen könnte. Und dann kommt die nächste Schaltfläche, und zwar Nummern austauschen und umarmen. Ich finde das einfach wirklich mega süß. Weil bei Sims erzählt man ja immer Geschichten oder man versucht es zumindest. Und genau solche Optionen sind einfach perfekt, um solche Geschichten zu erzählen. Und dann sind wir wieder bei unserer wunderschönen Kim. Und die Kim wurde ja leider vom Vater von der Gina sitzen gelassen. Und an sich geht es ihr zwar sehr gut, aber sie fühlt sich doch von Zeit zu Zeit etwas einsam. Und dann hat ihr ihre beste Freundin doch vorgeschlagen, dass sie sich eine App runterladen soll. Und zwar die Simda Dating App. Und das ist auch der nächste Mod, den ich euch gerne vorstellen würde. Das ist sozusagen Tinder, nur für die Sims. Ihr findet das Ganze unten in ihrem Handy. Dann drücken wir da mal drauf. So, und jetzt gibt es verschiedene Optionen. Wir können entweder ein spezielles Date haben. Da sucht man wirklich was Ernstes. Dann gibt es Blind Dates. Hier gibt es die drei Funktionen. Entweder man weiß gar nicht, welches Geschlecht kommt. Man bekommt ein weibliches Blind Date oder ein männliches. Dann kann man auch einen One-Night-Stand zu sich einladen. Dann kommt die Person wirklich nur. Man hat ja ein Techtelmechtel mit der Person und die geht auch gleich wieder. Und bei der letzten Option können wir uns einfach anmelden. Und ich glaube, dann kommt einfach immer wieder ein Anruf und wir können zusagen oder nicht, so stelle ich mir das vor. Das letzte habe ich selber noch nie ausprobiert und ich würde sagen, dass die Kim eigentlich was Ernstes sucht, aber man trifft ja auf so Dating-Apps leider auf sehr viele, ja, Menschen, die es leider nicht sehr ernst meinen und deswegen drücken wir jetzt einfach mal auf One-Night-Stand. Die Kim meint aber natürlich, dass die Person das ernst meint, aber dann seht ihr gleich, was passiert, wenn man einfach nur einen One-Night-Stand zu sich einlädt. So, und wir können uns jetzt aussuchen, wen wir als One-Night-Stand denn haben wollen. Ich schaue einfach weg und ich lade jetzt die Person hier ein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hat das überhaupt funktioniert? Ja gut, dann ist das jetzt unser One-Night-Stand. Warum die mit unserer Tochter redet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir dann gleich auf Romantik und Techtelmechtel. Hier ist daneben eben dieses Zeichen von dieser App. Und ich lasse die beiden jetzt ein Techtelmechtel haben und dann kann ich euch gleich den nächsten Mod zeigen. Und zwar geht es beim nächsten Mod um das Ende vom Techtelmechtel. Normalerweise stehen die Sims ja dann gleich auf oder sie gehen schlafen. Aber dieser Mod ermöglicht uns auch noch Liebesszenen am Schluss von einem Techtelmechtel. Ich meine, bei einem One-Night-Stand ist das jetzt nicht unbedingt üblich. Aber wenn sie in einer Beziehung wären, dann passiert eben sowas zum Beispiel. Also sie, ja, sie gehen nicht einfach schlafen und ignorieren sich dann, sondern sie haben noch
eine kurze Interaktion zwischen den beiden. Und nach der Aktion gehen sie dann eben schlafen oder stehen auf. Genau. Und hier seht ihr jetzt, der One-Night-Stand wird gleich wieder gehen. Ich sollte jetzt gehen. Danke für, du weißt schon was. So, ich habe der Kim jetzt nochmal einen One-Night-Stand eingeladen. Und hier seht ihr eben noch eine von den Animationen. Und die restlichen, die könnt ihr ja selber rausfinden. Ich will euch das Ganze ja auch nicht zu sehr spoilern. Was bei ihrem ersten Date und bei ihrem zweiten Date nämlich der Fall ist, ist, dass die beide Woohoo-Lover sind. Und das heißt so viel wie, diese Sims lieben es, ein Techtelmechtel mit anderen zu haben. Das ist auch ein Mod, den finde ich eigentlich ganz cool. Der passt halt einfach perfekt in die Schiene Don Lothario, wenn man solche Charaktere spielen will. Und unsere Kim ist wirklich mega traurig. Nope. Ihr kommt es nämlich vor, als ob sich alle in ihrem Umfeld verlieben und glücklich werden, nur sie nicht. Und das haben wir den Mods von diesem Entwickler zu verdanken. Falls ihr genervt davon seid, dass ihr immer den ersten Schritt machen müsst und eure Sims nie was von sich selber ausmachen oder auch die Sims in der Nachbarschaft, dann sind diese Mods von dem Entwickler wirklich genau das Richtige für euch. Hier gibt es zum Beispiel einen Mod, der erlaubt, dass der erste Kuss von einem anderen Sim ausgeht, also dass nicht ihr den steuert, oder auch, dass Anträge gemacht werden, ohne dass er von euch auskommt, sondern dass die Sims das selbstständig machen. Ich hatte die Mods eine Zeit lang in meinem Spiel, weil ich das eigentlich ganz cool finde, wenn wirklich mal was passiert, ohne dass ich es inszeniere. Auf Dauer fand ich es dann aber irgendwie ein bisschen doof, wenn die Sims sich so extrem selbstständig machen. Aber solltet ihr sowas mögen, dann sind die Mods von diesem Entwickler eindeutig das Richtige für euch. Unsere Kim ist aber nicht nur traurig, weil sie sich sehr einsam fühlt, sondern auch, weil ihr langsam das Geld ausgeht. Und da haben wir jetzt den nächsten Mod. Und zwar ist das ein Event, und zwar ist es das Sugar Dating Event. Und dafür müsst ihr ein gesellschaftliches Ereignis planen und dann auf Sugar Dating drücken. Und hier wird man einfach bezahlt dafür, dass man auf Dates mit anderen Sims geht. Hier kann man zwischen 900 und 1250 Simoleons verdienen. Und ich habe mir echt schon kurz überlegt, ob ich das mit der Layla mache bei unserer Legacy Challenge, weil ihr ja langsam das Geld ausgeht. Aber das ist dann wirklich meine allerletzte Lösung. Und hier kann man dann auch noch aussuchen, wo das Date denn stattfinden soll. Und wir gehen jetzt einfach in irgendeinen Club. Ich glaube, das wird schon passen. Ganz toll. Und unser Sugar Host ist ein Vampir. Und hier oben ist es dann wie bei allen Events, Dinge, die wir erledigen müssen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wo ist unser Sugar Host hin? So, ich habe ihre romantische Beziehung jetzt ein bisschen hochgepusht. Einfach, ja. Sonst müsste man das eben von Anfang an auch machen. Also man lernt sich zuerst kennen und baut dann eben eine Beziehung auf. Aber ich muss euch noch was zeigen bei dem Mod. Wir können nämlich, hier gibt es dann eine Funktion mit Sugar Host und dann Ask Sugar Host for Money. Und wenn wir ganz viel Glück haben, gibt sie uns auch so zusätzlich schon ein bisschen Geld. Ja, genau. Wir haben jetzt 36 Simoleons einfach so bekommen. Und man baut sich dann eben auch die Sugar-Dating-Fähigkeit auf. Und je höher die ist, desto mehr Geld kriegt man natürlich. Das Date sieht momentan irgendwie nicht so gut aus, aber wir beenden das jetzt vorzeitig und bekommen... Oh no! Gar nichts dafür. Gut, das habe ich nicht gewusst, aber dann weiß ich das jetzt auch. Wenn das Date nicht erfolgreich ist, dann bekommt man einfach kein Geld. Aber ein bisschen was haben wir bekommen, 54 Simoleons. Aber sollte das Date gut gehen, ich habe das vorher schon getestet, dann bekommt man wirklich total viel Geld. Beim letzten Mal habe ich 1000 Simoleons bekommen. Viele Monate später. Die liebe Gina und der liebe Leo sind mittlerweile Teenager. Und momentan findet, wie ihr seht, der Schulball statt. Und die Gina und der Leo sind eigentlich ein Paar. Aber die Gina hat leider nicht nur Augen für den Leo. Die Gina hat sich nämlich auch noch in jemand anderen verliebt, und zwar in ihren Spanischlehrer Mr. Lopez. Und ihr fragt euch vielleicht gerade, was das für Animationen sind. Und zwar ist das der nächste Mod, den ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar ist das der Passionate Romance Mod. Und dann erkläre ich euch auch gleich, wie es möglich ist, dass ein Teenager mit einem Erwachsenen rummacht. Zuerst zu diesem Mod. Dieser Mod, der gibt uns einfach noch weitere Optionen, was man so, ja, romantisch miteinander machen kann. Wir können hier kuscheln, ein romantisches Selfie machen, eine romantische Umarmung haben. Wir können miteinander rummachen, und gut ist, glaube ich, dass sie sich gegenseitig in den Hintern kneifen. Dann kann man auch die Rollen tauschen, dass es eben von ihm ausgeht. Und man kann auch Händchen halten, während man läuft. Aber das ist eben noch in der Beta-Phase, seht ihr hier eh. Aber ich fand das eigentlich ziemlich witzig. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also es sieht wirklich wahnsinnig lustig aus. Wow. Okay, Freunde.
Anscheinend kann man dadurch auf einmal durch Wände gehen. Und wie vorher gesagt, die Gina ist ein Teenager und er ist ein Erwachsener. Und damit die beiden jetzt romantische Interaktionen ausführen können, brauchen wir den MC Command Center Mod. Der Mod ist sowieso der beste Mod überhaupt. Da sollte man wirklich mal ein eigenes Video nur dazu machen. Wir müssen das Ganze aber am PC aktivieren. Da bekommen wir nämlich die Einstellungen und die Techtelmechtel-Funktion dazu. Bei der MC Woohoo-Funktion muss man einen eigenen Mod noch runterladen zusätzlich. Das erste, was wir hier machen, wir gehen auf die Einstellungen, dann gehen wir auf Beziehungseinstellungen und dann auf Teenager-Elternschaft erlauben und auf Aktivieren. Und bei MC Woohoo können wir dann eben alles Mögliche einstellen. Bei den Aktionen können wir einstellen, wer alles, ja, ein Techtelmechtel haben kann. Familie erlauben habe ich jetzt momentan deaktiviert, also das wäre dann in dem Fall Inzucht. Vielleicht könnte man eine coole Story draus machen. Ich habe es jetzt aber noch nicht benutzt. Dann habe ich natürlich Teenager-Erlauben aktiviert. Dann gibt es noch Babymachen mit dem gleichen Geschlecht, Polygamie und, und. Hier könnt ihr einfach alles einfach mal aktivieren, was ihr wollt. Dann bei Schwangerschaft kann man einiges einstellen. Wie hoch ist die Prozentchance, dass man ein Baby bekommt? Dann Techtelmechtel-Reaktionen, also dass der Sim nicht eifersüchtig ist, dass man sich ein Bett teilt, ohne dass man in einer Beziehung ist zum Beispiel. Und, und. Da müsste ich wirklich ein extra Video dazu machen, um euch wirklich alle Funktionen von dem Mod zu zeigen. Auf jeden Fall ist es jetzt möglich, dass die liebe Gina ein Kind von ihrem erwachsenen Lehrer bekommen kann. Und genau das machen wir jetzt. Wir drücken jetzt auf Baby machen mit Gina. Und während die beiden beschäftigt sind, zeige ich euch auch noch den Slow Dance Mod. Da geht ihr jetzt auf Romantik und dann müsst ihr irgendwo Slow Dance with Kevin kommen. Also das sind jetzt diese beiden, die sind in einer Beziehung und deswegen können sie gemeinsam tanzen. Und ich finde das so schade, dass es das bei Sims so nicht gibt, dass man einfach miteinander normal tanzen kann. Und ich finde das wirklich mega süß. Also das wäre richtig toll für eine Hochzeit oder eben auch auf so einem Ball. Da können sie einfach zusammen tanzen. Ich finde das mega süß. Zu Hause angekommen, macht die liebe Gina gleich einen Schwangerschaftstest und natürlich ist sie schwanger. Boy, that escalated quickly. Und die Kim ist mittlerweile auch nicht mehr alleine. Die hat nämlich einen Sugar Daddy kennengelernt, der sie wirklich sehr, sehr, sehr begehrt. Das ist der liebe Masato. Und man weiß nicht, ob sie mit ihm zusammen ist wegen seinem Geld und weil er schon ziemlich alt ist. Oder ob das wirklich Liebe ist. Auf jeden Fall ist der liebe Masato wirklich Hals über Kopf in die Kim verliebt. Und deswegen macht er ihr auch gleich einen Heiratsantrag. Er weiß nämlich, dass er nicht mehr lange leben wird und er will die letzten Stunden in seinem Leben. Er weiß nämlich, dass er nicht mehr lang zu leben hat und deswegen macht er ihr gleich einen Antrag. Und die Kim sagt natürlich ja. Und weil er so verrückt nach ihr ist, heiratet er sie natürlich sofort an Ort und Stelle. Nice. Und was die beiden jetzt machen, ist, dass sie auf Hochzeitsreise gehen. Und dafür müssen wir wieder ein gesellschaftliches Ereignis planen. Und hier finden wir dann die Funktion Honeymoon und das ist auch der Honeymoon-Mod. Und da können sie dann zusammen auf Hochzeitsreise gehen. Wir können unsere Familie mitnehmen, müssen wir aber nicht. Wir können auch nur die beiden mitnehmen, das finde ich ultra süß. Und dann können wir uns noch einen Ort aussuchen, wo unsere Hochzeitsreise denn hingeht. Ich habe jetzt nicht speziell ein Grundstück dafür runtergeladen, das sollte man in dem Fall dann auf jeden Fall macht. Haben die beiden 2 Tage Zeit für ihre Hochzeitsreise und hier bekommen wir dann auch noch zusätzliche Optionen, über was die beiden so reden können. Ja, und das waren eigentlich alle Mods, die ich euch heute vorstellen wollte. Und ich weiß, ihr Schlawiner habt jetzt alle auf den Wicked Whims Mod gewartet. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan davon. Und ich weiß nicht, ob ich euch den jemals vorstelle, weil ganz ehrlich, das ist einfach, als würde ich euch einen... Was darf ich alles auf YouTube sagen? Das ist einfach, als würde ich euch jetzt eine... Seite empfehlen. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine. Der Wicked Whims Mod ist nämlich wirklich ab 18. Und wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, dann überlegt euch das wirklich sehr,
sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte den für einen Tag in meinem Spiel und ich bin absolut nicht begeistert. Ich finde ihn eher verstörend und das hat nichts damit zu tun, dass ich ja verklemmt bin oder sowas in die Richtung. Wow, jetzt wird's wirklich Real Talk hier. Deswegen würde ich so einen Mod niemals empfehlen. Auch wenn ihr 18 plus seid, überlegt euch das sehr gut, ob ihr sowas runterladen wollt. Weil es gibt ja auch den Disclaimer, dass manche Sachen davon sehr verstörend sein können. Das kann ich auch bestätigen. Und was ihr wirklich nie vergessen dürft, ist, dass die Sachen, die bei dem Mod vorgestellt werden und auch auf den entsprechenden Internetseiten, dass die alle nicht echt sind und dass es im echten Leben auf gar keinen Fall so funktioniert. Ich denke mir nur immer, hätte ich ein Kind, das weit unter 18 Jahre alt ist, dann will ich auf keinen Fall, dass das Kind mit sowas in Kontakt kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, das Ganze ist jetzt ziemlich schnell ziemlich ernst geworden, aber meine Mama ist eben Therapeutin und daher weiß ich, wie sehr solche Mods in dem Fall oder Filme jemanden zerstören können süchtig machen oder sonst was. Das Thema ist einfach wahnsinnig heikel, aber ich möchte das Ganze jetzt natürlich positiv beenden und deswegen kommt hier noch schnell ein tolles Video, um eure Stimmung wieder hochzubringen. Ja, und somit hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Habt noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald!